Hallo, ich bin die Julia und ich bin eine Teilnehmerin vom Medienprojekt Mein Start an die Uni und wir sind heute in Mainz und wollen mal schauen, was die Mainzer zu ihrer Wohnungssituation sagen. Oh, klein, also ziemlich verschachtelt irgendwo. Jeder hockt bei jedem daneben und keiner kennt keinen irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, sowas Ähnliches würde ich auch sagen. Ja, also momentan wohne ich im Studentenwohnheim in Weisenau und bin auch ganz froh darüber, weil ja hier zum Semesteranfang immer ziemlich viele Studis in die Stadt kommen und dann ist es immer ziemlich knapp, da eine Wohnung zu kriegen oder eine Wohnmöglichkeit. War sehr schlecht. Ich habe vor ein, zwei Monaten selbst gesucht und es ging gar nicht. Also gerade als Student hat man schlechte Chancen. Oft ist es dann so, dass man sich die Wohnung anguckt und dann gefragt, ja, was machen die denn so beruflich? Ich bin Student. Ach, ja, dann können sie gehen. Also sieht gerade für Leute so wie Studenten sehr schlecht aus, finde ich. Ziemlich negativ, weil erstens für die Studenten zu teuer, weil ihr müsst arbeiten und wenn der Sponsor bei Mutti ist, dann muss man gucken, wo die, sag ich mal, wie es ist, die Kohle herkommt. BAföG und so, und es ist auch irgendwie tote Hose. Für die ist es ein ziemlicher Stein oder ziemlicher Brocken, den man lösen muss, weil halt einfach der Wohnungsmarkt extrem schlecht ist. Wenn man nicht zufällig über einen Platz, den man vielleicht über Bekannte kriegt oder zufällig WG frei wird, ist es verdammt schwer. Ich hätte Vorschläge, einfach die Kasernen umzubauen, wie in Regensburg zum Beispiel. Das wäre 1A-Lage oder in Würzburg, das wäre einfach ganz leicht und das wäre eigentlich so das, was ich vorschlagen würde. Sonst prinzipiell ist es einfach hier in Mainz zu teuer. Also der Wohnungspreis hält sich an Städte wie Regensburg, Hamburg, München oder sonstige Städte, da wo der Wohnungsmarkt auch ziemlich knapp ist, aber dafür hat Mainz hier nichts zu bieten, also muss man ganz klar sagen. Also als ich mich jetzt Schüler bin, habe ich mich noch nicht so großartig damit beschäftigt, also weiß ich jetzt nicht wirklich viel dazu.